Bisher bei Tube Clash 2. Ein neues Jahr, eine neue Welt. Doch eine Regel wird gleich. Am Ende dieses Abenteuers wird nur einer übrig bleiben. Es tut mir leid, Joe. Was? Was hast du dir dabei gedacht? Er versteht das nicht. Ihm fehlt sein bester Freund. Ich halte es hier nicht mehr aus, Manu. Und so stahlen sie sich am nächsten Tag davon. Jo, Alter, richtig nice, Mann. Sei vorsichtig. Lass uns gehen, Alter. Lass mich tun. Annie spielt am Strand der Insel. Musste er am eigenen Leib erfahren, was wahrer Verlust bedeutet. Wenn ich gewinne, gebe ich ihm im Austausch das Siegertablett und er lässt die anderen frei. Woher weißt du, dass er sein Wort hält, Stegi? Vertrauen. Ja, müssen wir jetzt auch vertrauen. Ich mach's zuerst, wenn du dich nicht traust. Ich mach ja schon. Danke, Luca. Lasst euch nicht stören! Killt einen von euch! Der neue König lässt dann schön das Tablet rüberwachsen. Oder? Also, Manu, ich mein, wegen dem Passwort? Mann, ja, na klar brauchen wir ihn. Nein, doch. Oh. Also, ist ja gut, wollte nur fragen. Ohne ihn bekommen wir keinen unserer Freunde zurück. Anscheinend haben wir beide jemanden, für den wir... Ja, ja, schon gut. Auf geht's in den Kampf. Markierung aufgehoben. Ah, oh, fast vergessen. Mal schauen, was der gute Max da lässt. Und? Perfekt. Ich will ja nicht drängeln, aber habt ihr's bald? Aber sowas von. Was soll das werden? Ihr sollt euch gegenseitig platt machen, nicht uns. Wir kommen dann später wieder. Die machen sich samt Manu und Engine auf dem Stau. Hast du den Trick mit den Seifenblasen noch drauf? Klar. Loops erstellt. Steuerung freigegeben auf Contractor und Ballsteher. Los geht's! Selber vorsichtig! Sie haben eine Art Energiefallenkanone drin. Lass dich nicht einfangen! Drin also. Gut zu wissen. Schnapp ihn, die Stegi! Bring ihn in Sicherheit! Und was ist mit dir? Ich mach das! Hey, Charles, ihr handelt hier Shit, den ihr nicht anders denken tut, klar. Master und Stegi anvisiert? Ein Abfeuer! Mal ganz langsam! Wo muss doch dieses doofe Teil sein? Aha! So, dann heißt es jetzt nur noch Bösewichte ausmerzen und... Was hast du gemacht, Stupid? Ein bisschen langgelegt. Sei still, sonst häng ich dich. Verdammt! Luca, was ist denn los? Was hast du getan? System damaged. Sorry, Bull. Euer Rollenspiel ist aus. Los, Bloop!
Du dummes Kind, ihr bekämpft die Falschen. Ihm darf man nicht trauen. Was? Als er wieder angespült wurde und sich allein fühlte, baute er uns als Test. Hey, but I was here first. Ohne künstliche Intelligenz warb kein Cyborg. Erst Luna, dann diese verunstalteten Missiles. Dann kam er auf die Idee, die Teile, die Wahnsinn verursachen, durch Maschinenelemente zu ersetzen. Ein kläglicher Versuch, Gott zu spielen. Er hat euch erschaffen? Aber wieso bekämpft ihr ihn dann? Wir waren nicht perfekt genug. Keine Möglichkeit, seine Freunde wieder zu kriegen. Daher errichteten wir das Future Lab in der 700 Main Street. Dort sollten wir die Zeit erforschen. Ah, ich verstehe. Er hat gesehen, dass die Zeit außerhalb der Wall schneller verlief und wollte einen Weg finden, das alles wieder ungeschehen zu machen. Time runs up, Future Gang. Wir sollten jetzt... Wartet! Wollte er oder... Oder konnte er euch nicht vollständig machen? Er redete von der Engine. Wenn wir unsere Aufgabe erfüllt hätten, versprach er... Hätte er uns zu echten Menschen gemacht. Time Warp aktiviert. 10 Sekunden verbleibend. Luca, komm da raus! Eins noch. Habt ihr es geschafft, also eure Aufgabe zu erfüllen? Konntet ihr die Zeit... Oh ja, aber unsere Antwort... Hat ihm nicht gefallen, daher weigerte er sich, uns zu entlohnen. Jedenfalls freiwillig. Was getan ist, lässt sich nicht ungeschehen machen. Das wollte er nicht akzeptieren. Aber während unserer Forschung haben wir Dinge gesehen. Time Warp in 2, 1. Ihr solltet nicht hier sein. Okay, ich bin raus. Verdammt! Luca! Nun werd nicht sentimental, du wusstest, wo das Ganze hier hinführt. Halt's Maul! Wow, du bist dem frechen Klon, steht dir immer ähnlicher! Los jetzt, wir haben noch etwas vor uns. Wie machst du das nur? Kali, alles, was mir von dir geblieben ist. Willst du... Was? Naja, dein Outfit ist vielleicht nicht ganz angemessen, wenn gleich die Leute zurückkommen, die du gekillt hast. Ihr seid so weinerlich dieses Jahr. Willst du nicht noch ein bisschen wegen Kim rumheulen? Hey! Naja, aber wo wir gerade beim Thema sind... Nachdem wir unseren Plan vollendet haben. Wieso hast du dir überhaupt dieses Master-Outfit zugelegt? Tadel drauf. Was? Wir sind nur Freunde. Alles klar. Dann weil... Egal. Nun sag's, oder ich erzähl den anderen nachher die GL-Pedal-Story, die ich bisher verschwiegen habe. Das war kalt. Wir hatten halt nur einen Schlafsack und... Also? Fein. Als sie auftauchtet, wusste ich, dass mit euch auch die Community, das Kollektiv, die Allmacht wieder auf die Insel blickt. Also dachte ich mir, wenn ich mich als Master verkleide und den Leuten zeige, wie viel besser letztes Jahr alles war, dann wünschen die sich meine Freunde vielleicht selbst wieder zurück, sodass... Dass du nichts machen musst, außer uns zu zerstören. Mein Plan ging nicht aus. So würde ich das nicht sagen. Was? Die Community hat euch nicht vergessen. Guck, wie weit wir gekommen sind. Ich gebe zu, anfangs fühlte ich mich auch abgelehnt, nicht zugehörig. Als würde uns die Insel abstoßen, ohne uns eine Chance zu geben, uns zu beweisen. Ich wollte nur weg, nach Hause, zu Tim, wo ich mich sicher fühlte. Aber weißt du was? Hier habe ich gelernt, was Freundschaft bedeutet und wie wichtig es ist, jemanden zu haben, der dir auf deinem Weg die Hand hält und dir beisteht. Der für dich dein Held ist und dich auch zu einem macht. Das gilt nicht für mich. Ich bin der Master, der Bösewicht. Ich hab getötet. Bin der Fadenzieher, der Puppenspieler. Ich bin kein Held mehr. Doch, genau hier und jetzt kannst du einer sein. Okay, dann hauchen wir dem Teil mal wieder ein bisschen Magie ein und zeigen der Welt, wer die Oberficker sind. Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Tablet auflegen. Los. So, jetzt dein Teil der Abmachung. Passwort eingeben. Ihr Paddel ist besser als Steckpferd. Korrekt, dein Ernst? Hey, ich war bei der Einrichtung echt pisst und voll im Mastermodus, okay? Was ist passiert? Wie jetzt Insel? Was?
komm schon, Alter. Was hab ich hier bitte alles verpasst? Gibt's hier wenigstens noch irgendwo diesen Ureinwohner? Aus irgendeinem Grund habe ich den Drang, meine Wut an ihm auszulassen. Team Palumpel, Alter. Ja, du bist sowas von keine Schande, Mann. Luca. Diese fette Genki-Dama einfach. Wow. Ducky, dir geht's gut. Das ist... Max? Oh, sorry. Das macht dann 12 Euro. Spaß. Du darfst natürlich auch den Burger bezahlen. Hey. Was? Diggi! Einfach hier ist nichts im Vergleich dazu, dich safe und gesund wiederzusehen. Freundschaft, Junge. Freundschaft ist sowas von fey. Tim! Mein kleiner Stegi! Danke, Manu! Naja, da gibt's noch was, was ich vergessen hab zu erwähnen. Also... Ich bin... auch ein Cyborg? Das ging nicht anders. Wie cool das einfach ist! Das benötigt ja ein Tool. Ja, das ist wirklich alles Tool. Nein, ein Tool zur Datenwiederherstellung. Datenwiederherstellungstool hergestellt. Gesamtheit aller verlorenen Daten wiederherstellen. Da sind sie alle wieder. Ja, alle. Alter, Terror. Wie? Er wurde nie gelöscht. Nicht woanders. Keine Ahnung. Manu. Ach, das ist okay. Das habe ich mir gedacht. Mein Ziel war es, das Vertrauen in die wieder aufzubauen, die ich enttäuscht habe. Meine 8 Freunde. Und wenn meine Aufgabe hier erfüllt ist, werde ich ihn suchen. Bis ans Ende der Welt und weiter hinaus. Leute, ich will eure Sentimentalität ja nicht unterbrechen, aber was ist das? Das Stellplatz wird alles wieder her. Was ist das? Was passiert mit mir? Ich kann mich nur noch ganz langsam bewegen. Die Insel. Wisst ihr nicht mehr, letztes Jahr? Sie ist... nur eine Datei. Ein digitales System. Das bedeutet... Mann, dann brich die Scheiße ab, Alter! Und da steht er! Abbruch nicht möglich. Es geht nicht! Hey! Was passiert denn, wenn diese Welt, die Insel, also ein System komplett überladen wird? Sie freest. Wir kämpften für unsere Zukunft und machten dabei schlussendlich die Vergangenheit zu unserer Gegenwart. Doch Zeit ist ein reißender Fluss, der für den zum rachesüchtigen Raubtier wird, der versucht, gegen die Strömung anzukämpfen. Jeder, der sich für einen Sieger hielt, steht gerade erneut vor einer Schlacht. Denn uns reißt dieser Fluss in den Krieg. Das war Tube Clash 2, meine lieben Clashies. Und hiermit bedanke ich mich bei euch allen, die Tube Clash 2 zu genau dieser Story gemacht haben. Also danke für jeden Vote und jeden Kommentar. Dieses Format konnte nur dank euch für euch produziert werden. Und ich und natürlich auch das gesamte Team hinter den Kulissen freuen sich, dass ihr Tube Clash so heftig feiert. Ein besonderer Dank geht natürlich auch an die realen YouTuber, die uns als Vorlage für die Helden unserer kleinen Parodie-Adventure-Serie dienten. An euch alle da draußen, wir sehen uns sicher bald wieder. Bis dahin, tschüss! Und Leute, wie gefiel euch Tube Clash 2? Welche Szene war eure liebste und welche tollen Erinnerungen verbindet ihr mit der Serie? Habt ihr Bock auf eine dritte Staffel und wenn ja, was würdet ihr diesmal anders machen und wen hättet ihr gern dabei? Schreibt's in die Kommentare. Ansonsten, bis dann, Clashies!